willkommen bei TourTV. Heute geht es um Rollentraining. Klaus macht sich gerade warm. Was wir jetzt machen, sind Powerintervalle auf 30 Sekunden Belastung, folgen 30 Sekunden Entlastung. Das Powerlevel wird relativ hoch gewählt, aber dennoch so verhalten gestartet, dass erst nach 7 bis 8 Wiederholungen ein maximales Belastungsgefühl auftritt. Klaus ist jetzt mit seinem Warm-up durch. 15 Minuten hat er locker sich im Grundlagenausdauerbereich warm gemacht. Beginnt jetzt das erste Power-Intervall. Wichtig dabei ist, dass er die richtige Trittfrequenz anschlägt. Es sollten mindestens 100 Umdrehungen in der Minute sein, ein sehr flüssiger Tritt. Wichtig ist auch, nicht zu hart loszufahren. Die Belastung soll sich langsam aufbauen. So, für Klaus ist jetzt wieder Pausenzeit. Es bringt eine unvollständige Erholung, die kurze Pause. Das ist der Witz beim ganzen Training. Wir sprechen ja sehr effizient die maximale Sauerstoffaufnahme an. Und das führt dazu, dass wir mit dieser relativ knackigen Trainingsform in nur 40, 45 Minuten ein sehr effizientes Radtraining machen können. Hier trainiert der Radfahrer im Prinzip wie ein Läufer.